Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute mit meinem neuen Mikrofon. Da machen wir heute mal einen kleinen Soundcheck und schauen mal, wie es denn klingt und ob es denn besser ist als mein bisheriges Setup. Ich wünsche euch viel Spaß! Jetzt gibt es mal einen Soundcheck mit verschiedenen Varianten. Ich weiß nicht, ob ihr mich versteht oder nicht. Das wäre jetzt das Setup komplett ohne Mikrofon. Ist wahrscheinlich nicht so gut, deswegen machen wir jetzt mal Teil 2. Jetzt habe ich das bisherige Setup wieder aktiviert, das heißt mein nicht ganz so gutes Mikrofon angeschlossen. Damit sollte der Ton jetzt ein bisschen besser sein, aber natürlich, ja, wie ihr das immer wieder kommentiert habt, nicht ganz so laut. Deswegen machen wir jetzt ein Upgrade auf die kabellose Version, Version Nummer 3. Jetzt haben wir das kabellose Mikrofon aktiviert und ich denke, die Qualität sollte sich deutlich verbessert haben. Je nachdem, wo ich das Mikrofon halte, sollte es bestimmt ziemlich laut bzw. dann auch ein bisschen leiser zu verstehen sein. Die Frage ist jetzt, wo befestigt man es am besten? Die meisten haben es ja irgendwo hier am T-Shirt dran oder am Kragen. Ich glaube, das ist nicht ganz optimal, weil ja das Mikrofon hier unten ist und ich nach vorne spreche. Ich kann jetzt natürlich auch die ganze Zeit so reden, da ist der Ton natürlich besser. Aber für das Video ist das natürlich nicht hilfreich, wenn ich die ganze Zeit nach unten schaue. Da lasse ich mir bestimmt noch ein bisschen was einfallen. Ich könnte es natürlich auch die ganze Zeit halten. Vielleicht nicht ganz so optimal. Ich könnte es an die Brille machen. Da sollte es eigentlich gehen. Sieht natürlich komisch aus. Jetzt gibt es hier an der Seite auch noch einen Knopf. Damit kann man zwei verschiedene Modi einschalten. Das machen wir jetzt mal. Damit habe ich jetzt den ersten Modus aktiviert. Der sollte eigentlich relativ gut sein. Damit sollte ich gut zu verstehen sein. Vielleicht weiß ich nicht, ob es da auch besser ist, wenn es ein bisschen weiter unten hängt und ich gerade ausspreche, dass man mich da besser versteht. Das hoffe ich. Das wäre sozusagen mein Arbeitsniveau. Ansonsten schalte ich das wieder aus und schalte jetzt mal in einen weiteren Modus. Der sollte jetzt ein bisschen komisch klingen. So richtig weiß ich nicht, wofür der ist. Aber er ist da. Man kann ihn nutzen. Machen wir es auch mal hier dran. Weiß ich nicht, ob es da besser, schlechter klingt, möglicherweise. Könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, welcher Modus euch am besten gefällt, das erste, zweite oder dritte. Ich werde auf jeden Fall mit dem Mikrofon noch ein bisschen rumexperimentieren. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich habe jetzt auch so einen Special-Modus, keine Ahnung, der steht nicht in der Bedienungsanleitung drin. Wir sind jetzt der zweite Modus und der dritte Modus aktiv. Ich weiß nicht, ob das besser klingt, schlechter klingt. Da machen wir das jetzt auch mal hier dran. Ja, das muss ich jetzt ein bisschen rausfinden und hoffe, dass dann die nächsten Videos qualitativ vom Sound her ein bisschen besser werden. Das war es auch schon wieder mit dem Soundcheck. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, was damit so möglich ist. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt ein bisschen den Ton optimieren kann und euch ein bisschen mehr Qualität bei den Videos bieten kann. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare, was euch am besten gefällt, wo ihr sagt, ja, das klingt am besten. Damit sind die Videos besser. Ansonsten probiere ich ein bisschen aus, wie es am besten funktioniert und dann hoffe ich, dass die Videos einfach klanglich ein bisschen nach oben gehen. Ja, das war es auch schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei und ja, bis dahin.